Hallo und Namaste. Schön, dass du wieder dabei bist. Wir wollen heute uns einmal von Kopf bis Fuß dehnen. Alle größeren und kleinen Bereiche unseres Körpers einmal zum Teil vorher kräftigen und dann dehnen zum Teil auf Null. Wir beginnen mit unseren Nackenmuskeln. Und zwar wollen wir die dynamisch kräftigen. Ausatmend neigen wir den Kopf zur rechten Seite, nehmen die Fingerspitzen der linken Hand an die linke Kopfseite, bauen Spannung auf. Wir drücken gegen den Kopf und gegen den Widerstand der Hand richten wir den Kopf auf und atmen dabei aus. Wieder locker neigen, einatmen und ausatmen mit Kraft nach oben. Locker zur Seite, mit Kraft heben. Einatmen, ausatmen. Ein letztes Mal. Und los. Schultern lockern und wir machen das gleiche zur anderen Seite. Neigen den Kopf nach links, Fingerspitzen der rechten Hand an die rechte Kopfseite. Und wieder. Spannung aufbauen und gegen den Widerstand der Hand heben wir den Kopf und atmen aus. Einatmen, neigen, ausatmen, heben. Locker zur Seite, mit Kraft nach oben. Und ein letztes Mal. Und locker. Wir verschränken unsere Hände, bringen die Handrücken vor die Stirn, bauen hier auch Spannung auf, atmen ein und ausatmen. Gegen den Widerstand der Hände senken wir den Kopf. Hier unten wechseln wir, die Handflächen gehen zum Hinterkopf. Wir atmen wieder ein und ausatmen. Mit Kraft heben und wieder wechseln. Spannung. Ausatmen tief. Einatmen, wechseln. Ausatmen mit Kraft heben. Und wechseln. Ausatmen. Wechseln, einatmen und ausatmen heben. Machen das noch zweimal. Lockern. Und dann nehmen wir wieder den Kopf zur rechten Seite, heben den linken Arm etwas an, stellen die linke Hand auf, wir ziehen die linke Schulter tief. Wir lassen ausatmen, auf der linken Halsseite los. Das rechte Ohr nähert sich der rechten Schulter. Und dann führen wir den rechten Arm so über den Kopf, legen die Hand ab, bis die Fingerspitzen das linke Ohr berühren. Ziehen die linke Schulter nochmal tief. Je nachdem, wie sich euer Nacken heute anfühlt, könnt ihr die Dehnung verstärken, indem ihr den Kopf sanft nach rechts zieht. Das linke Ohr zieht Richtung Decke. Dann nehmen wir die rechte Hand, heben den Kopf wieder an, lockern die Schultern und neigen den Kopf. So, linke Seite, heben den rechten Arm etwas an, stellen die rechte Hand auf und ziehen die rechte Schulter tief nach unten. Lassen ausatmen, auf der rechten Halsseite los. Das linke Ohr nähert sich der linken Schulter. Dann führen wir den linken Arm wieder so über den Kopf, dass die Fingerspitzen das rechte Ohr berühren. Entweder reicht es, wenn ihr einfach nur die Hand ablegt durch das Gewicht der Hand, oder ihr verstärkt die Dehnung, indem ihr sanft den Kopf noch ein bisschen weiter nach links zieht. Das rechte Ohr zieht zur Decke. Auch die rechte Schulter zieht tief. Und wir lösen wieder die linke Hand. Heben den Kopf, kreisen ein paar Mal locker mit den Schultern. Dann wollen wir den Kopf einatmen, mit leicht geöffnetem Mund in den Nacken legen und ausatmen.
Atem nach vorne sinken lassen. Und wieder mit leicht geöffnetem Mund heben und aus nach vorne. Und ein letztes Mal nach vorne und dann lassen wir den Kopf hier vorne hängen. Legen beide Hände übereinander auf dem Hinterkopf ab. Oft reicht es schon, wenn wir nur das Gesicht der Hände spüren, lassen im Nacken los. Wenn ihr aber das Bedürfnis habt, noch ein bisschen intensiver zu dehnen, dann zieht ganz sanft das Kinn noch ein bisschen näher zum Brustbein. Dann lösen wir die Hände, lassen den Kopf aber noch hier unten. Nehmen das Kinn ein wenig weiter nach vorne, dass der Nacken länger werden kann. Und dann bewegen wir den Kopf hier vorne nach rechts und links mit langem Nacken. Halten in der Mitte wieder an und einatmen, heben wir den Kopf. Jetzt legen wir Zeigefinger und Mittelfinger der rechten Hand an den rechten Unterkiefer. Etwas Druck aufbauen, wir atmen ein und gegen den Widerstand der Finger drehen wir den Kopf zur rechten Seite. Kommen locker wieder nach vorne zurück, atmen ein und wieder Druck aufbauen, ausatmen, gegen den Widerstand der Finger den Kopf drehen. Wieder locker nach vorne und nochmal mit Kraft. Vorne kommen, ein letztes Mal. Zurück und Seitenwechsel. Linke Hand, linke Unterkiefer. Druck aufbauen, einatmen und ausatmen, nach links drehen. Ein nach vorne und noch einmal. Zurück, mit Kraft drehen. Und ein letztes Mal. Und lösen. Jetzt wollen wir ohne irgendwelche Spannung den Kopf ganz entspannt nach rechts und links drehen. Ihr könnt es wieder mit der Ausatmung verbinden. Ausatmen, drehen, einatmen, nach vorne kommen. Mit dem Kopf so weit es jetzt möglich ist. Und dann schauen wir wieder gerade aus. Wir wollen jetzt unser Kinn wie auf eine Schiene ganz lang nach vorne schieben, ganz langen Hals und zurückziehen zum Doppelkinn. Und nochmal lang nach vorne, zurück zum Doppelkinn, lang, zurück. Und ein letztes Mal lang. Wir kreisen mit den Schultern. Wir atmen ein, vorn oben, aus, hinten unten. Wichtig ist die Bewegung nach hinten unten. Weil die Brustmuskeln bei fast allen verkürzt sind. Okay, dann wollen wir auch die Brustmuskeln gleich etwas intensiver dehnen. Dazu strecken wir die Arme aus, spreizen die Finger. Ganz viel Spannung in den Fingern, in den Händen. Einatmen, führen wir die Arme so weit wie möglich zurück. Und wenn es nicht weitergeht, klappen wir die Hände, die Handflächen nach hinten, dass die Fingerspitzen nach hinten zeigen. Und wir bleiben hier einen kleinen Augenblick. Lassen den Atem fließen. Langsam nach vorne führen, die Arme überkreuzen und den Kopf einmal sinken lassen. Den oberen Rücken ein ganz klein wenig rund machen, entspannen und wieder lösen. Noch einmal öffnen, einatmen, ganz weit nach hinten. Und wenn es nicht weiter zurückgeht, dann Fingerspitzen nach hinten zeigen lassen. Hier einen Moment bleiben.
Die Schulterblätter bewegen sich Richtung Wirbelsäule. Und dann wieder nach vorne. Kreuzen. Kopf hängen lassen. Rund werden im oberen Rücken. Ein paar Mal atmen. Und noch einmal öffnen. Tief atmen, Brustbein heben und die Fingerspitzen nach hinten. Und wieder lösen. Arme überkreuzen, Kopf hängen lassen, oberen Rücken runden. Und lösen. Schultern einmal lockern. Wir wollen jetzt unsere Arme dehnen. Dazu führen wir den linken Arm ganz gestreckt zur rechten Seite und die rechte Hand greift den Oberarm und zieht den Oberarm zum Körper und auch die Schulter so ein bisschen nach vorne. Und dann wechseln wir die Seite, den rechten Arm zur Seite und mit der linken Hand den Oberarm fassen und ganz dicht zum Körper ziehen. Die Schulter etwas nach vorne kommen lassen. Und lösen und locker. Dann strecken wir den rechten Arm nach oben, winkeln ihn an, legen die Hand auf die Wirbelsäule, fassen mit der linken Hand den rechten Ellenbogen und ziehen ihn so weit wie möglich nach hinten oben, dass die rechte Achsel nur der ganze weit werden kann. Der Atem fließt. Und wieder lösen. Wir strecken den linken Arm, winkeln ihn an, legen die Hand auf die Wirbelsäule. Die rechte Hand greift den linken Ellenbogen. Und wir ziehen wieder nach oben hinten, weiter in der linken Achselhöhle. Und wieder lösen. Sollen wir erst einmal ein bisschen dynamisch arbeiten, dann muss das auch noch nicht so gleich klappen. Wir wollen den rechten Arm hier oben anwinkeln und den linken von unten, so dass sich die Fingerspitzen vielleicht schon berühren. Wenn nicht, machen wir einfach nur diese Bewegung und lockern die Arme ein bisschen. Immer wechseln, einmal von unten, einmal von oben. Und wenn sich das schon ganz gut anfühlt, dann könnt ihr mal bleiben und versucht mal, die Finger der anderen Hand zu fassen. Man kann auch eine Socke zur Hilfe nehmen oder ein kleines Theraband und sich dann ganz langsam dahin arbeiten. Und wir wechseln. Wir lassen jetzt den Oberkörper einfach mal locker hängen und bewegen die Schultern. Arme, Hände sind locker. Bewegen die Schultern ein paar Mal auf und ab. Und richten uns dann wieder auf. Lassen jetzt unsere Arme links und rechts am Körper. Und wir wollen, als würden wir mit dem Rücken an einer Wand stehen, den Rücken also ganz gerade lassen, einfach zur Seite uns neigen. Und dabei rutschen die Hände links und rechts an den Oberschenkel nach unten und hoch. Fangt mit kleinen Bewegungen an und ihr könnt ja dann ein wenig größer werden. Wichtig ist, dass der Rücken ganz gerade bleibt. Okay. Dann richten wir uns wieder auf, öffnen die Beine etwas weiter und wollen jetzt dynamisch genau diese Muskelgruppe weiter dehnen. Der linke Arm schiebt hier unten nach rechts, der rechte hier oben nach links und ausatmen, neigen wir uns nach links. Einatmen, kommen wir zur Mitte, aus in die andere Richtung.
letzte Mal. Okay, fangen wir mal wieder etwas intensiver. Wir kreuzen das rechte Bein vor dem linken, strecken den rechten Arm nach oben aus. Ausatmen, neigen wir uns nach links und die linke Hand greift das rechte Handgelenk und wir ziehen ganz intensiv nach links oben. Spürt die Dehnung auf der rechten Seite und schickt den Atem dorthin. Und löst wieder. Und andere Seite. Das linke Bein kreuzt vor dem rechten. Den linken Arm nach oben. Ausatmen, neigen wir uns nach rechts. Und die rechte Hand greift das linke Handgelenk. Und zieht wieder ganz intensiv. Atmet in die linke Seite. Beine ausschütteln. Und wir gehen in eine große Schrittstellung. Rechte Beine nach vorne, linke zurück. Öffnet die Beine hüftbreit, damit ihr einen sicheren Stand habt. Und achtet darauf, dass der linke Fuß ganz gerade nach vorne zeigt. Wir wollen die Beinrückseite des linken Beines dehnen. Wenn ihr jetzt in dieser Stellung keine Dehnung spürt, in der Wade oder in der Kniekehle, hebt die Ferse nochmal an und macht den Schritt etwas größer. Und senkt dann die Ferse wieder ganz fest auf dem Boden. Und dann wollen wir das Bein wechseln. Linke kommt nach vorne, rechte geht zurück. Rechte Fuß zeigt gerade nach vorne. Ferse in den Boden drücken und eventuell wieder den Schritt etwas größer machen. Rechte Ferse intensiv nach unten drücken. Dass ihr in der Wade und vielleicht in der Kniekehle die Dehnung spüren könnt. Und wieder hier. Schütteln. Und wir gehen in den Vierfüßlerstand. Klassische Dehnung, Katzenbuckel, Pferderücken oder Katze-Kuh, ausatmen, rund werden, einatmen, hängen lassen, den Kopf heben, richtig loslassen, im Bauch, der Rücken hängt durch und nochmal ausatmen, Katzenbuckel, einatmen, und nochmal Katzenbuckel. Und den Rücken gerade ziehen. Wir stellen die Zehen auf und kommen in den herabschauenden Hund. Richten uns erstmal wieder ein. Strecken den Rücken, der Po zieht nach oben. Dann gehen wir auf der Stelle, heben ab, wechseln die rechte und die linke Ferse. Und dann nehmen wir mal beide Fersen und senken. Jetzt machen wir den Schritt, den Abstand zwischen Händen und Füßen ein klein wenig enger, kleiner. Wir wollen jetzt mit der rechten Hand zum linken Fußgelenk greifen und unter unseren linken Arm hindurchschauen. Und dann wechseln wir. Die linke Hand geht zum rechten Fußgelenk und wir schauen nach rechts zur Seite. Und kommen wieder in den herabschauenden Hund. Strecken nochmal die Rücken. Den Rücken können jetzt wieder den Schritt etwas größer machen. Und wir wollen unsere Fußrücken dehnen. Wir fangen erst einmal ganz sanft an, indem wir abwechselnd einen Fußrücken auflegen, etwas Gewicht darauf geben. So, flip, flop. Und
Dann wollen wir das Ganze in der Planke machen. Das heißt, wir verlagern unser Gewicht nach vorne und springen wieder abwechselnd. Ein Fußrücken zum Boden. Dann wollen wir das einmal mit beiden Füßen nach vorne rollen und zurück. Nach vorne, über die Zehen und zurück. Und wir können vielleicht mal einen kleinen Moment auf den Fußrücken bleiben. Und wieder zurück. Und die Beine beugen. Und einmal den Po ganz weit nach hinten schieben und die Arme nach vorne strecken. Po zu den Fersen. Die Stirn könnt ihr auf den Boden ablegen. Und aus dieser Haltung heraus wollen wir jetzt abwechselnd einmal den rechten Arm etwas anheben und den linken Arm. Gesäß bleibt dicht bei den Fersen. Und dann wollen wir mit beiden Armen, also der Oberkörper bleibt auf den Oberschenkeln, nur die Arme wandern ganz langsam nach links. Wir dehnen die rechte Seite. Wandert so weit rüber, wie es möglich ist. Und wenn es nicht weitergeht, dann bleibt und schickt den Atem wieder in die rechte Seite. Dann wandert ganz langsam wieder nach vorne und über vorne gleich weiter nach rechts. Bewegt euch so weit wie möglich, es nach rechts geht und spürt die Dehnung auf der linken Seite. Und wandert wieder zurück. Streckt die Arme nochmal ganz lang nach vorne aus. Dann zieht zu den Oberschenkeln, richtet den Oberkörper auf und verschränkt noch einmal die Arme vor der Brust, wie wir das vorhin im Stand gemacht haben. Einatmen, kommt in den Fersenstand, öffnet die Arme, Blick geht nach oben und ausatmen, dann schließen, den Kopf sinken lassen. Einatmen, öffnen, ausatmen, tief. Ein letztes Mal. Und dann setzen wir uns hin und legen unsere Fußsohlen aneinander. Zieht die Gesäßhüften ein bisschen nach hinten, Fußsohlen aneinander und fasst mit den Händen die Fußspitzen. Wir wollen unsere Beine ein wenig auf und ab bewegen, lockern. Und dann lösen wir die Hände, legen die Unterarme innen gegen die Knie und dehnen ganz vorsichtig ein wenig die Beine nach außen. Und wieder lösen, nochmal die Fußspitzen fassen und noch einmal bewegen. Und dann wieder nach außen. Und los. Wir grätschen die Beine und strecken die Beine. Ziehen die Fußspitzen heran. Gesäßhälften wieder nach hinten. Und einatmen. Ziehen wir den Oberkörper lang. Drehen uns ein wenig nach links. Und ausatmen. Legen wir uns über das linke Bein. Versucht, das Bein gestreckt zu lassen. Ihr müsst auch nicht bis zum Fuß kommen. Es reicht auch, wenn ihr
die Hände an die Wade legt. Guckt, was geht heute. Und einatmen, richten wir uns wieder auf. Drehen den Oberkörper etwas nach rechts und ausatmen. Legen wir uns über das rechte Bein. Lassen den Atem fließen. Und langsam wieder aufrichten. Wir legen beide Hände auf die Beine, gleiten mit den Händen nach unten, die Füße sind flex, lassen den Oberkörper angehoben, ziehen uns, soweit es geht, mit dem Oberkörper nach vorne. Spür die Dehnung auf den Beinrückseiten. Spür zum unteren Rücken. Und dann ganz langsam wieder auf. Dreht euch zur Seite und wieder in den Langsitz. Beide Füße sind auch wieder flex. Gesäßhälfte nach hinten ziehen. Wir wollen eine dynamische Vorbeuge machen. Einatmen, strecken wir uns nach oben. Ausatmen, legen wir uns über beide Beine. Einatmen, wieder strecken, lang ziehen. Aus der Hüfte heraus nach vorne rollen. Und noch einmal. Und ein letztes Mal und dann bleiben wir für drei Atemzüge unten. Einatmen, heben und die Arme ziehen. Dann wollen wir uns in die Rückenlage begeben. Faltet die Hände, lasst die Zeigefinger aneinander liegen, stellt die Füße auf, macht den Rücken rund und dann rollt euch ganz langsam nach unten ab. Wir wollen noch ein wenig die Beine dehnen. Wir lassen das rechte Bein angewinkelt aufgestellt und strecken das linke Bein senkrecht nach oben. Beide Hände gehen zum linken Oberschenkel und wir ziehen das gestreckte Bein Richtung Körper. Die Ferse schiebt nach oben. Dann wollen wir den Kopf und die Schultern vom Boden lösen. Die Hände gehen zur Wade und wir ziehen unsere Stirn auf das Knie zu. Ganz langsam wieder ablegen. Einmal kurz die Beine aufstellen und lockern. Und dann wechseln wir die Seite. Rechte Bein senkrecht nach oben, Fuß flex, Ferse schiebt nach oben. Oberschenkel fassen und wir ziehen das Bein Richtung Körper. Dann lösen wir wieder Kopf und Schulter. Die Hände gehen zur Wade und wir ziehen Stirn und Knie aufeinander zu. Und ganz langsam lösen. Wir lassen die Beine ausgleiten und wir strecken auch die Arme nach hinten. Machen uns ganz lang. Atme ein paar Mal tief in den Bauch. Und dann stellen wir die Beine angewinkelt auf und legen den rechten Unterschenkel auf den linken Oberschenkel ab. Wir lösen den linken Fuß vom Boden und ziehen die Beine Richtung Oberkörper. Beide Füße sind flex. Es reicht manchmal schon, eine Dehnung zu erreichen, wenn ihr die Beine so anhebt. Intensiver wird es, wenn ihr mit dem rechten Arm
durch dieses Loch zwischen den Beinen fasst, das linke Knie fasst und die Beine noch ein bisschen dichter auf den Oberkörper zieht. Dann spürt ihr ganz deutlich die Dehnung in der rechten Gesäßhälfte, im rechten Oberschenkel. Diese Dehnung solltet ihr nicht machen, wenn ihr akut Ischias-Probleme habt. Okay, langsam lösen. Bein aufstellen, einmal kurz lockern und wir wechseln die Seite. Linke Unterschenkel auf rechten Oberschenkel, den rechten Fuß vom Boden lösen. Wieder mit der linken Hand durch das Loch zwischen den Beinen greifen und die Fußspitzen anziehen und die Beine Richtung Oberkörper ziehen. Und dafür ist wieder. Lasst die Füße auf den Boden kommen, schüttelt die Beine kurz aus und dann streckt das linke Bein senkrecht nach oben und zieht das rechte Bein angewinkelt zum Oberkörper. Fasst mit beiden Händen in die rechte Kniekehle und zieht den Oberschenkel so dicht wie möglich auf den Oberkörper. Dann lasst das linke gestreckte Bein langsam sinken, dass es so kurz über den Boden schwebt. Und hebt den rechten Unterschenkel nach oben. Die Hände fassen die Wade oder, wenn es geht, den Fuß. Und dann zieht das Knie auf den Oberkörper zu oder auch etwas am Körper rechts nach unten. Die Fußsohle zeigt zur Decke. Der linke Fuß ist angespannt, das Bein ist gestreckt. Und lösen wir, wechseln die Seite, strecken das rechte Bein senkrecht nach oben, Fußsohle zeigt nach oben, ziehen das linke Bein angewinkelt heran, beide Hände greifen wieder in die Kniekehle, Oberschenkel ganz dicht zum Bauch. Dann lassen wir das rechte Bein wieder gestreckt, so weit sinken, bis es kurz über den Boden schiebt. Und wir heben den linken Unterschenkel nach oben, fassen Wade oder Fuß, ziehen den Oberschenkel auf den Oberkörper oder auch seitlich neben den Körper. Dann löst langsam auf, stellt ein Bein nach dem anderen auf den Boden und lockert einmal. Lasst die Beine aufgestellt, hüftbreit geöffnet und wir rollen unser Becken vor und zurück. Rollen einmal über den unteren Rücken und zurück in ein kleines Hohlkreuz. Macht diese Bewegung ganz bewusst, ganz sanft. Nehmt wahr, wie weit die Bewegung durch den ganzen Körper geht, weil sich das über die Wirbelsäule fortsetzt. Dann lassen wir den Rücken in einer neutralen Position liegen und wir wollen in die Schulterbrücke kommen. Wir wollen das ein paar Mal dynamisch machen. Die Füße drücken gegen den Boden, wir heben die Arme mit an, lösen das Gesäß vom Boden, rollen den Rücken Wirbel für Wirbel auf und strecken die Arme weit nach hinten. Ausatmen, kommen wir genauso spürsam wieder zurück, bis der ganze Rücken auf den Boden. Und noch einmal einatmen, aufrollen, Gesäß anspannen, Becken kräftig nach oben drücken. Und ausatmen wir zurück.
Die Arme liegen genau dann wieder neben dem Körper, wenn auch der Rücken auf dem Boden liegt. Wir machen das noch einmal. Ausatmen, zurückkommen. Beim nächsten Mal wollen wir für ein paar Atemzüge oben bleiben. Wir lassen die Arme jetzt neben dem Körper liegen, rollen den Rücken auf, spannen wir das Gesäß, die Knie ziehen etwas aufeinander zu, die Füße drücken permanent und jetzt fassen wir unter dem Rücken unsere Finger, falten die Hände, ziehen die Oberarme auch so ein bisschen unter dem Körper und drücken uns noch ein bisschen mehr nach oben. Halten. Und dann ganz langsam erst die Hände lösen, die Arme wieder zur Seite, den Rücken abrollen und das Becken ablegen. Zieht die Oberschenkel auf den Bauch, legt die Hände auf die Knie. Ausatmen, ganz dicht auf den Bauch. Einatmen, Arme strecken, Knie nach vorne schieben, im Wechsel. Dann lass die Oberschenkel auf den Bauch und fass mit beiden Armen die Schienbeine und bleibt in der Dehnung. Wenn es angenehm ist, könnt ihr auch ein bisschen hin und her schaukeln. Okay, dann lassen wir wieder ein Bein nach dem anderen nach unten kommen, lassen die Beine aufgestellt. Und nehmen jetzt die Oberschenkel und die Unterschenkel und die Füße eng zusammen. Wir breiten die Arme auf Schulterhöhe aus. Die Handflächen zeigen nach oben. Für ein dynamisches Krokodil. Ausatmen, lassen wir die Beine nach rechts sinken. Drehen den Kopf nach links. Einatmen, kommen wir wieder zur Mitte mit Kopf und Beinen. Ausatmen, gehen die Beine nach links und der Kopf nach rechts. Wechselt in eurem Atemrhythmus. Dann kommt zur Mitte zurück. Streckt jetzt das rechte Bein und setzt den linken Fuß auf dem rechten Knie ab. Dann lasst ausatmen, das rechte Bein, das linke Bein zur rechten Seite sinken. Wenn ihr wollt, könnt ihr mit der rechten Hand so ein bisschen unterstützen, das Knie nach unten zu bewegen. Aber nur so weit, wie die linke Schulter auch auf dem Boden bleiben kann. Und dann geht der Blick wieder zur linken Hand, zur Seite. Atmet in die linke Seite. Dann löst die rechte Hand. Rollt euch wieder auf den Rücken zurück. Und streckt jetzt das linke Bein und setzt den rechten Fuß auf dem linken Knie ab. Ausatmend, lasst das rechte Knie zur linken Seite sinken. Wenn ihr mögt, kann wieder die linke Hand das Bein unterstützen, näher zum Boden zu kommen. Aber nur so weit, wie auch die rechte Schulter auf dem Boden bleiben kann. Und dann atmet in die rechte Seite.
Schultern löst wieder ganz langsam auf. Rollt euch auf den Rücken zurück. Und wenn ihr wollt, können wir jetzt ein wenig über den Rücken schaukeln. So einmal nach vorn oben, die Nase dicht bei den Knien und zurück. Wir holen mit dem Unterschenkel so ein bisschen Schwung. Aber rollt bitte nicht über die Halswirbelsäule. Das war's für heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Namaste!